eine gut durchzustehende Zeit wird, irgendwie. So, direkt mal bauen. So, wir ziehen das mal an und gucken, was das bringt. Oh, ich habe die chiralen Stiefel die ganze Zeit an. Okay. Ah, auf der Karte bin ich weit. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich storytechnisch bin in dem Game. Wäre interessant, mal so zu erfahren. Weil ich muss ja noch bei einigen hier Dingern meine 5 Sterne voll machen. Kommt man irgendwie easy von hier über den Berg zur Wetterstation? Das wäre richtig heftig. Wollen wir es versuchen? Komm. Da habe ich Bock drauf. Ja, Kieber starrt wieder die Wand an. Wieso ist. Zentimeter von der Wand weg, sitze auf dem PC und starrt einfach die Wand an. Richtig gruselig. Mir ist einer an mein neues Auto gefahren beim Rausfahren aus einer Parklücke. Wow. Ja, oh. Das ist mies ärgerlich, Kacke. Ich nehme noch hier so 2 Kletterverankerungen mit. So, mal gucken, ob wir von hier. Ach, guck mal. Da ist schon eine Online-Seilrutsche. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das fühlt sich jetzt nicht so an, als ob es viel gebracht, oder? Doch, ein bisschen schneller sind wir. Manchmal passiert das, dass ich lustig bin. Ja, ist auch voll lange Zeit. Also, ist schon ein bisschen krass von der Zeit her. Gerade Kristalle. Heißt, die regnet. Okay, ich soll nicht pinkeln. Ich glaube, das ist die erste heiße Quelle, die ich finde. Oh, was ist das denn da? Für die Robotikerin. Unterwäsche. Ich kann nicht baden. Okay, wahrscheinlich, weil ich zu viel Zeug dabei habe. Okay, wir kommen gleich nochmal wieder. Waffeneinschränkung aufgehoben. Wie weit ist denn diese Rutsche weg?
Der baut denn da auf halbem Weg ein Dings hin? Egal, ich baue jetzt meine hier hin. Ah, dass dieser Schnee so weggedrückt wird. Oh, das wollte ich nicht. Geht nicht, Sam. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss größer sein. Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings suchen. Konstruktion abgebaut. Wareneinschränkung aufgehoben. Okay, nochmal. Nein, nicht vor Überraschung, sondern weil da gerade stand. Man soll da nicht hinpinkeln. Oh, das ist voll der Blödsinn, hier für 100 Meter so eine Rutsche hinzubauen. Egal. Hätte man auch machen können, dass man es da oben vielleicht platziert, oder dass man von der anderen Seite hochfahren könnte noch. Wäre eine Option gewesen. Okay, das passiert, wenn man da absteigt. Alles klar. Moment, Leute. Wir wollten noch was ausprobieren, oder? Hab ich den Schwerer doch dabei, oder? Ja. Okay. Ein paar Meter kann ich damit noch. Also eben hatte ich einen dritten auch noch hier mit dran. Komm schon.
So. SSX. Boah. Ja. Ich glaube, so hieß das damals. Schwupps, eingesteckt. Tony Hawk's Pro Skate 1 und 2 kam ja davor, glaube ich. Und das fand ich auch viel cooler irgendwie bei SSX. Aber das war doch auch so übertrieben unrealistisch, oder? Also nicht, dass Tony Hawk jetzt realistisch war. Aber SSX war, glaube ich, nochmal eine Nummer wahnsinniger. Fracht wird geliefert. Miniaturwetterradar abgeliefert. Tadam. Schön, dass du da bist. Bedeutet uns viel. Ja, schön. Jetzt erzähl mal, was ist dein Geheimnis? Und sag jetzt nicht liebevolle Pflege. Ich meine, ich sehe nicht einen einzigen Kratzer. Das ist unglaublich. Skate, Hoverboard fahren! Uff. Metall und Keramik haben wir richtig viel. Wäre ganz praktisch für den Straßenbau. Hier. Was kriegen wir jetzt noch? Was ist das? Es ist ein Witches Wetter Talisman Gruselgespenst. Du bist klasse, Sam. Gib niemals auf. Danke. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Danke. So, dann gehen wir erstmal wieder zur Robotikerin hoch. Frachtzustand weniger als 20% Schaden. Das kriegen wir hin. Katzen auf das Tattoo sind super. Definitiv nein. Bin ich kein großer Fan von. Okay, Alaytok. Hatten wir schon Hallo gesagt? Bin gerade. Stehe ich vielleicht ein bisschen auf dem Schlauch. Jesse, guten Appetit und eine gute Nacht wünsche ich. Oh, die Kisten sind nur groß, die sind gar nicht so schwer. Alles klar. Oh, auch nur zweimal geschrieben seitdem, okay. Du würdest übersehen, tut mir leid. Push. Das ist einfach die beste Methode, sich vorzubewegen. Denn du bist einfach am schnellsten unterwegs, am sichersten und du brauchst dein Gesicht nicht bewegen. Nee, ich will nicht schon wieder auf die Knie. Ich muss morgen schon auf die Knie wieder. Und da habe ich wieder Muskelkater 2 Tage lang. Toll. Das kann ich nicht machen. Wow, guckst du mich böse an, Alter. Schön nachgeschneit hier, meine Ladspur ist weg. Oh
Man sieht gar nicht so richtig, dass es schneit. Es schneit einfach. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Oh, wir sind schon da. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Auch so schön, so Kleinigkeiten. Bitte dranbleiben. Also kaum da die Seilrutschen gebaut, schon hier Lieferung. Zickzack. Direkt da. Das kann auch sein, ja. Fracht wird geliefert. Kurzer Windhauch, zack, Schnee wieder. Brav verteilt. Na, mal gucken. Aber schon fast vorm dritten Stern, das ist schön. Dann kriege ich beim dritten Griff schon die nächsten Bergsteigerbeine. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. So, was haben wir denn jetzt für. Genau, für den Arzt einmal. Da können wir auf jeden Fall. Jetzt, ich habe schon wieder was für die Wetterstation. Kurz die Wetterstation ein bisschen leveln. Und vielleicht können wir ihr dann noch wieder was zurückbringen. Und dann zack, haben wir direkt die neuen Beine. Schade, ich hätte von ihr auch erwartet, dass wir die Lieferbots verbessert kriegen. Aber da wir jetzt diese wunderbare Seilrutsche haben. Waffeneinschränkung aufgehoben. Einfach hier hochsteigen. Sagen, schwupps, wir wollen nach da unten zu der Rutsche. Vielleicht kann ich die anderen einfach abreißen, vielleicht spawnen dann andere Sachen bei anderen Spielern, die hilfreicher sind. Lieferung easy! Aber egal, wo wir gerade hingehen, es regnet, schneit, stürmt. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Wir liefern das Paket trotzdem bis zu dir nach Heim. Daheim hin. Danke, dass du all die Mühen für uns auf dich nimmst. Jetzt erzähl mal, was ist dein Geheimnis? Und sag jetzt nicht liebevolle Pflege. Ich meine, ich sehe nicht einen einzigen Kratzer. Das ist unglaublich.
Oh, weil da bin ich schon auf 4. 5 braucht ein bisschen mehr, okay. Hier. Metall, leicht, 1000. Okay. Klar, nehme ich mit, easy. Das klasse Sam, gib niemals auf. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. So, jetzt gibt mir noch was für die Robotikerin, dass ich die neuen Beine kriege. Nein. Ich habe hier Sachen in der Dings, die ich hier abliefern kann. Was soll das denn? Alles klar, Looney. Ich habe Fracht, die ich für da habe, und habe sie erstmal ins Lager gelegt. Macht voll Sinn. Fracht wird geliefert. Danke für deinen Besuch. Du bist echt unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich auch nicht. Du bist klasse. Okay. Also, schwingen wir uns gleich wieder hinten auf das Ding hoch. Neuer Auftrag verfügbar. Der hat auch keine andere Mission für die Richtung, oder? Nee, alles nur in die Richtung. So, gucken wir mal, was wir hier vielleicht was mitnehmen können. Der alte Handwerker, alte. Nö. Jetzt 2000 Metall nehme ich mit. Oh. Das lasse ich mir nicht entgehen. Hier 1000 Metall geschenkt. Tschüss, was los, Leute? Vor allem, wenn das Zeug auch noch so leicht ist. Ist hier irgendwo ein Straßenbauprojekt nicht in der Nähe, ne? Ne, die sind da hinten alle. Aber wenn wir hier zurück sind, haben wir noch Straßenbauprojekte. Hätten eigentlich Keramik noch mitnehmen sollen. Naja. Wareneinschränkung aufgehoben. Hinauf mit uns. Tschuh. Gucken wir mal, dass wir gleich Baby irgendwie zurückkriegen. Oh, mach jetzt nochmal einen Zwischenstopp. Waren das hier gerade so Weihnachtslied-Glocken? Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Aufgehoben.
Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. So. Bitte dranbleiben. Hallo, ich hab Zeug für dich, Wette, Tante. Auf dich habe ich. Das klingt ein bisschen gruselig. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ganz ehrlich. Weil ich die Unterwäsche gebracht habe. Alles klar. Ja! Geländeskelett 2. Das ist weder das erste noch das letzte Mal. Man kann halt nicht alles allein. Na, Kiba, wo willst du hin? Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Ja, Kiba. Ja, das sieht so viel sicherer aus. Cool. Nehme ich das auch direkt mit? Nee. Zum Arzt kommen wir easy hin. Auftrag zugewiesen. Material nehmen. Nehmen wir noch ein bisschen Keramik mit. So hoch gestapelt. So. Hallo, Kiba. Ja, Kiba, drück noch ein bisschen doller in meine Hand. Das finde ich ganz toll, wenn du das machst. D1. Sir, du hast was. Bitte dranbleiben.
Einschränkungen auf. Oh, ich habe nur ein TCK dabei, das ist ja blöd. Wow, was ist das für ein gruseliges Kind hier? Okay. War das Anakin? So, dann den Rest von Anzug patschen. Okay, guck halt einfach gruselig in die... Okay. Eine Richtung. Waffeneinschränkung aufgehoben. So, jetzt wird hier Berg gesteigt. Und Tier, du bist sehr merkwürdig. Ich bin eine Katze, was erwartest du? Uff, das wird nicht klappen. Ich möglichst hochkomme mit dem Ding. So. Okay. D4, Mountain Not City. So, da unten geht's los. Dann habe ich jetzt das Ding hier hochgebaut. Ich kann nicht genau beantworten, was Kiba da macht. Der sitzt da halt einfach und guckt mich gruselig an.
Kiba, was tun Sie da? Das ist eine Battle-Aktion. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Position. Der Schnee zerstört die Behälter echt schnell. So. Das wäre dann da. Und da müsste ich nur noch da hinten einbauen. Zum Glück habe ich Kopfhörer auf. Sonst wäre sein Schwanz in meinem Ohr. Aber die wunderbare Rutsche kann ich noch nicht benutzen. Da ich ja mein Dings dabei habe. Bloße Ruhe, Alter. Die Behälter waren anscheinend noch lange nicht heile. Kommando Wolfen, Hallöchen. Was sagt meine Fracht gerade so? Das ist sehr gut platziert. Wir gehen jetzt links rum. Okay. Sams Akku ist vollständig geladen, ne, Kiba? Rockstar finanziert hier mit. Rockstar Energy. Rockstar, okay, dann war es Monster. Dann war es halt Monster Energy. Halt so ein Energy Drink. Entschuldigung. Ja, ich bin voll geschädigt von dieser dummen Rockstar-Werbung, die eigentlich immer auf Twitch läuft, egal was man macht. Voll anstrengend. Rockstar Energy, jetzt mit Gears 5 Equipment und in deinem Ingame gewinnen. Und kannst einen super LKW-Truck gewinnen, der schweben kann. Und den kannst du nur mit Rockstar Energy fahren. Jetzt eine Lieferung für den Doktor? Wieso ist hier eine Brücke, wenn da drüben nichts ist? Habe ich das Geschwindigkeitsskelett noch? Kann ich das noch benutzen? ID wird gefunden.
abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Waffeneinschränkung aufgehoben. So, wir fahren kurz mal die Straßen bauen. Laufen kurz mal Straße bauen. Jetzt, wo wir so viel Keramik dabei haben, warte. So. Ausdauer sieht auch wieder aus wie eine 1. Mountain of City sollten wir die Mission holen, oder? Müssen wir gleich nochmal gucken. Okay, springen ist gerade nicht. Klar, Zeitschnee. Oh, Zeitregen. Starker Zeitregen. Voll am Abwiggeln hier. Alter Schwede. Und rechts und links und Gleichgewicht und straight durch die Mitte und wieder nach links liegen. Dafür soll ich jetzt genug Keramik dabei haben. Rucki, druck, druck. Wow, ist das eine abgefuckte Straße. Was zum Teufel? Ja, wir brauchen einfach einen vernünftigen 3D-Drucker, dann läuft das. Das ist ja kaum was, was hier rein muss. Machen wir wieder 1 Million Keramik. Schmerzmittel für den Arzt, nehmen wir mit. Oh, da müssen wir noch mehr für den Arzt. Alles klar. Komme. Krasse Strömung hier. Super Federn. Die bastelt er sich bestimmt unter die Schuhe.
Sohn des Schriftstellers, okay. So, jetzt habe ich so gedönst, dann werde ich jetzt auf die Straße hüpfen und dann, wo ist denn der Arzt? Okay. Und den ganzen Blödsinn rennen wir dann gleich mal direkt straight durch zum Arzt. Vielleicht schmeißen wir es auf den Schweber, dass wir nicht so ganz, Gleichgewichtsprobleme haben. Alter Schwede, wieder Regen, das Ding runterwirtschaftet. Wir müssen definitiv wieder diese Behälter-Reparatur-Dinger bauen. Los geht's! Oh, wer ist nicht gerade aus? Ist das nicht vor mir jetzt der Arzt quasi? Nee. Doch, wär's. Ah, Energy Zone ist in der Mitte. Also muss ich in der Mitte laufen, damit ich Strom auf meinen Popo bekomme. Ja, da hinten über die Brücke muss ich dann. Ziemlich nice, dass der Behälter mitspringt. Der Behälter hängt an dir. Was soll der sonst machen? Beim letzten Mal oder er schon mal bei so einem Sprung einfach irgendwo an der Kante hängen geblieben. Schon vorgekommen. Ist schon vorgekommen. Ja, hallo. Ich habe hier so Stuff für euch, damit ich cooles Zeug kriege. Und noch gefundenes Zeug. Weil ich den Schweber hatte. Und da mein ganzes Zeug drauf lag.
größeren Schäden zu erkennen. Und weil das Gelände zu Fuß einfach einfacher zu bewältigen ist. Prepper-Interview der Arzt. Toll, Braunoliv. Yeah, ich habe eine Farbe bekommen. Voll schön. Mountain North City haben wir da nochmal ein paar Kilo, die können wir mitnehmen. Und dann bauen wir uns gleich nochmal hier gelöt für... wie nennt sich das? Da müssen wir missionstechnisch... Alter Schwede. Aber ohne Straße oder 500 Kilo hinzuschleppen, ist schon echt uncool. Immer irgendwie anders. Behälterreparaturspray. So, und das Zeug kann ich rein theoretisch auch wieder auf den Schweber laden. Weil er sich halt so abkämpft und da haben wir wieder Probleme mit dem Gleichgewicht, deswegen dieser Schweber. Und damit kommen wir halt auch durchs eklige Gelände. Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Da ganz oben so ein Dings hinbauen. So ein Seilrutschenteil. Aber der Arzt ist nicht so wichtig jetzt. Bin mir auch so gut abgefertigt. Oh, meine Beine sind gleich leer. Batterie macht schlapp. Die Batterie macht schlapp. So, das ist eine mögliche Möglichkeit, die gerade eingetreten ist. Dass eine Person durch ein Bild lief, welches bei mir im Stream zu sehen ist. Und in diesem Bild war vielleicht auch eine Person zu sehen, die durch dieses Bild lief. Vielleicht ist eine Person gewesen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entfernt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Wacht geprüft. Oder vielleicht wird die Wohnung gerade leergeräumt von irgendwelchen Banditen. Räuber. Diebe. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Nie wieder Gemüseburger. Das Hirn fängt an, Dinge zu sehen. Ach, guck mal, der will Kryptobioten. Kriegt er. Vielleicht können meine Katzen die Menschen verwandeln. Hey, Sam. Willkommen zurück. Harte Reise wie immer, schätze ich.
Wow. Ah. Wie hast du es so schnell hergeschafft? Du beeindruckst mich immer wieder. Zeitreisen. Uff. 170 Likes, nichts passiert da unten. Das ist hart. Das trifft mich hart. Wir werden das hier durchstehen. Vielen Dank. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Wisst ihr was, was er nicht weiß? Das wird ihn ärgern, wenn er es ihn nicht verratet. Oh, guck mal, der Bergsteiger. Den kennen wir auch noch nicht. So, wir gehen kurz mal in den privaten Raum, denn ich... Oh, ist schon 11:30 gleich, aber ich muss trotzdem pinkeln. Wisst ihr was, was er nicht weiß? Du verträgst keine Gemüse. Ganz offensichtlich. Ein Traum? Nee. Gemüseburger sind schlimm und böse. Böse. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Also hinten der Schrank, der wird immer voller mit den Figuren. Ich weiß nicht, ob. Oh, was ist denn da jetzt los? Oh, das ist Mama und Lockne. BB ist nicht da. Na gut, ich mach ganz kurz mal Musik an. Dann gehe ich auf Toilette. Dann passen wir unseren Rucksack an. Und dann düsen wir zur nächsten Hauptmission irgendwie hin.